So. Ich freue mich richtig. Und wir fahren fort. Na, wo waren wir eigentlich stehen geblieben letzte Mal? Wir, genau. Wir haben gestern noch die Leute zusammengetrommelt von der Kathedrale, dass wir nun dort in Björnheim weitermachen können. So, bei der guten Frau hier. Haben wir das entsprechend hingekriegt. So, dann würde ich sagen, dann. Und wir haben neues Gebiet freigeschaltet. Jetzt die Frage, wir müssen in Björnheim weitermachen. Müssen wir ganz kurz unsere Lampe benutzen. Und dann beamen wir uns da mal hin. Ab zum Traum des Jägers. Na, die üblichen Verdächtigen fehlen noch, ne? LookTV und so weiter. Naja, mal gucken. Ich hoffe mal, dass doch ein paar Leute dazukommen. So. Wir waren stehen geblieben. Bürgenwert, so heißt es. Bürgenwert. Das ist, nennt sich Ugly Face. Aber der ist jetzt nicht mehr da. Also hier in-game kommt er nicht mehr vor. Lugarius oder Bürgenwert. Genau, wir werden damit nach Bürgenwert gehen. Das ist zumindest noch ein Gebiet, das wir noch nicht weitermachen konnten. Was wir dort gesehen haben, war halt lauter, lauter Insekten waren dort. Und ja. Ihr müsst mir unbedingt sagen, Leute, wenn ich zu leise oder zu laut bin, das ist für mich jetzt gerade wichtig, weil ich habe was Grundlegendes bei mir geändert, hier was mein Mikrofon betrifft. Also wenn ihr mich irgendwie unklar hören könnt oder nur leise hören könnt, bitte früh genug Bescheid sagen, oder das kann ich ratzfatz ändern. So, und gucken wir nochmal hier. Hier hatten wir eine Menge Insekten. Dann gucken wir uns mal hier alles genauer an. Für den Kampf sollte man nicht gut vorbereitet sein. Da scheint eine Abkürzung zu sein. Da haben wir schon unseren ersten. Guck mal, dass wir hier nach dann zum Regal das kümmern an der Tür. Schauen wir uns mal hier weiter um. Hier oben. Erstmal hier überall die Augen hin. Dann sehen wir ja, wo wir hin müssen. Beziehungsweise, wo wir vielleicht noch ein paar Geheimnisse finden könnten. Anscheinend ist es hier. Also ich habe es erst so ein Irrenhaus gehalten hier. Aber ich bin mir da nicht mehr ganz so sicher. Statuen. Ah, hier, den kennen wir bereits. Hat er uns gehört? Wir können aber so einen Kiesel benutzen. Habe ich den ausgerüstet? Habe ich sogar noch. Lässt sie nicht beeindrucken. Na gut, komm her hier. Chance. Alter, was macht denn der da? Also ich glaube, das ist ja ultra eklig. Was macht der denn nun? Jetzt bin ich tot.
Dass wir den. Ich schaff's noch weg. Gott sei Dank. Alter. Was ein Typ. Sorry, ist mir noch nicht aufgefallen. Also er glaubt meine Einsicht. Alter Schwede. Ich muss mal gucken, wie ich den bekämpfen soll. Also der ist ja übel drauf, der Typ. Der Kollege. Da haben wir gleich, hier nochmal. Nummer 92. Alter. So, können wir nochmal den Weg hier runter. Dann haben wir wieder alles von vorne. Nochmal die ganzen Ichers hier. Ja, das sind die, noch richtig nett dagegen, ne? Warum rede ich überhaupt? Schon geht's wieder los. Das ist nur wahnsinnig. Ja, die Maps sind schon mal ziemlich, merkwürdig hier. Die sind schon mal total anders als überall anders. Oh, wir erschrocken. Noch eine. Was soll denn das? Ending Gelände. Wir müssen mal gucken, wie wir den am besten hinkriegen. Der ist ja echt gemein, der Mann, der Typ hier. Hier haben wir schon unsere Seelen, oder unsere Echos. Aber der, echt, alle machen sie mich hier umarmen und drücken mich. So, hier müssen wir jetzt ein bisschen die Sicht wahren. Was können wir denn machen mit dem? Eigentlich nicht viel. Wir müssen es dann locken. Oh mein Gott, ich komme noch nicht mal zum Schlagen. Oh, 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 er hat es mir nicht genommen. Dieser Rülpser nach dem Sorgen, genau. Schamanenknochen, was? Da, Schamanenknochenklinge. Triff Gegner, damit sie ihre Orientierung verlieren. Okay. Nochmal eine Arkansee, den haben wir bereits. Oder? Ich gucke nochmal nach. Hier, die Runen, wo haben wir sie? Ne, es gibt halt nur eine Menge Seen. Arkansee. Erhöht Arkan Schadensreduktion, alles klar. Und die Frage, wo uns das jetzt hier genau weiterhelfen soll. So, schauen wir uns mal genau um. Ich hoffe, da kommen nicht noch mehr von den Viechern. Also zwei auf einmal von denen. Alter. Das Spiel macht einen irre hier. Und dann schon rein die Guten. Ah, oh, der ist mir gefolgt. So eine Pyromane hier. Alles klar.
Alter, was sind das für Gegner? Die machen schon mal kaum Schaden. Ich hab keine Ahnung, was das hier ist. Ist es ein Baum? Ist es... Okay, machen wir mal einen Eingeweidegriff. Aha. Stichwaffen. Mit Stich. Das ist nicht stichresistent. Genau, Arkan ist Zauber. Aber ich habe momentan noch nichts irgendwie, was Arkan-Schaden macht. Ich denke mal, das ist ein ganz anderer Spielstil, wenn man irgendwie Zauberer spielt oder Magier. Sind wir jetzt noch nicht. Vielleicht nochmal, wenn wir nochmal durchspielen wollen. So, was haben wir denn noch hier alles? Öffne sie nicht von dieser Seite. Hier ist auch ein tapferer Drecke gestorben. Was ist mit ihm passiert? Er hat sich geheilt und ist instant gestorben, nach dem Heilen. So. Was haben wir hier? Großartige Weisheit. Ich glaube, hier können wir noch so eine Abkürzung freischalten. Das Tor hier müsste sich von hier öffnen. Wunderbar, dann haben wir schon mal eine Abkürzung. Der Shortcut. Wunderbar. So, hier kann ich reingehen. Ich schaue noch mal kurz draußen, ob ich irgendwas vergessen habe. Sieht aber gut aus, als wenn wir hier alles schon gemacht haben. Dann gehen wir jetzt rein. Rein in das Irrenhaus hier. Fürchte dich vor Jäger, okay. Ich hab jetzt schon Angst. Da mal eine Druckplatte. Was passiert hier? Ist das ein Fahrstuhl? Das sind nicht meine Schritte. Das sind nicht meine Schritte. Da ist er. Aber der hat echt eine Menge Lebensenergie. Du musst doch mal den, wie gesagt, noch mal den Zustand unserer Waffe kontrollieren. Oh, der macht doch gut Schaden, der Kollege hier. Ist genau wie die Frau in dem Irrenhaus, wo wir gewesen sind, in der Klinik, meine ich. Kein Ausdauer mehr. Jetzt haben wir also eine Frau. War sogar eine Frau. Die konnte gut kämpfen. Blaues Elixier. Ich glaube, das haben wir schon. Das ist das, wo es anhebt. Ich möchte ganz gerne wissen, was das hier ist. Warum ist hier so... Kann man das kaputt machen? Anscheinend nicht. Ich probiere es aber nochmal. Okay. Hat sich erledigt. Dann haben wir hier nochmal eine Kiste. Schauen wir nochmal rein. Jo, dankeschön. Perlenschnecke.
Die Tür öffnet sich nur von der Seite. Ja, yep, wir liegen richtig. Gucken wir mal hier oben. Auch nochmal eine Kiste. Die Schüleruniform. Ich glaube, die anderen fehlenden Teile haben wir dann noch. Hier liegt noch ein Brief. Die Spinne verbirgt alle möglichen Rituale und gibt nicht preis, da wahre Erleuchtung nicht geteilt wird. Spinne. Gesperrt. Geist ansehen. Was ist passiert? Was ist mit ihm passiert? Einfach nur so umgekippt. Was hier? Wasser. Warum ist hier Wasser? Also sauberer werden wir auch nicht davon. Untersuchen. Wenn der rote Mond tief steht, verschwimmt die Grenze zwischen Mensch und Bestie. Und wenn die Großartigen hinabsteigen, wird der Schoß mit einem Kind gesegnet. Haben wir noch eine Leiter? Dann gehen wir da mal hoch. Rupert Nerz, ich grüße dich. Und ich wünsche auch allen hier dann ein schönes Wochenende. Lunarium-Schlüssel. Wir hatten ja vorhin eine Tür entdeckt, die war gesperrt. Wahrscheinlich kommen wir jetzt da weiter. Dennoch werden wir erstmal hier oben alles abchecken. Wie wir hören, hören wir Gegner. Da oben. Das ist hier die Oberfliege. Ich hätte das sagen. Ich kann wahrscheinlich tief runterfallen. Ja, das ist doof. Mit Ausweichen gibt es hier nicht. Jetzt werden wir verrückt. Kurz die Verrücktheit abwarten. Oh, weg mit dir. Quecksilberkugeln. Und noch mehr Truhen. Ich will nicht gehen, leere was? Leere Trugbild? Muss man mal angewöhnen, mal länger das zu lesen. Da, leere Trugbildhülle. Leere Hülle, die Waffen arkane Kraft verleiht. Alles klar. Also quasi ein Arkan-Verzauber für die Waffe. Das wird kurzzeitig der Arkan-Schaden machen. Also nicht Blitz, nicht Feuer, sondern Arkan. So, wo war nun die Tür? Suchen wir mal nach ihr. Hier war die Tür. Au! Oh, hier ist jemand hier. Ich habe hier noch eine Pfeife. Oh yeah, gleich der Geiz, einer der ganzen Kämpfe. Naja, macht ihr mir Hoffnung hier. Mann, Mann, Mann. Lass mal gucken, was ist das? Ist eine alte Frau? Oder ein Kerl? Kann man nicht genau sehen, ja? Die Tür ob was? Na gut. Bist du dir da sicher? Echt jetzt? Soll ich da reinspringen? Hat nicht viel zu sagen, der Mann. Oder die Frau. Ja. Der Chatter freut sich schon. Ja, ich weiß. Sieht auch merkwürdig aus, Wasser hier. Na, ich denke mal schon, dass ich es überlebe. Und hier. Die Mondseitensee. Oder der Mondseitensee? Die Mondseitensee? Sieht schon mal ziemlich cool aus.
Erinnerst du dich an Glennnitzung und Zeit für Feinde? Oh Baby. Du bist mein Boss hier, ja? Alles klar? Gucken wir uns vieles mal an. Sieht zumindest ziemlich cool aus. Ja, praise the moon, ja. Nicht praise the sun. Okay, meine Freunde. Ich weiß nicht, was ich nehme. Ich nehme mal Feuer. Aber andersrum, wir müssen die erstmal tryen. Oh mein Gott, was ist das denn? Spinnen! Wir machen ja richtig Schaden bei den Spinnen. Ah, jetzt. Ah, von vorne nicht, okay. Wir haben einen harten Kopf anscheinend. Müssen die von hinten erwischen. Ja, von hinten. Aber die will ich eigentlich gar nicht. Ich will ja die hier. Okay, wir hauen also nicht auf den Kopf. Die kleinen Spinnen machen mal ganz schön Aua, du. Okay, da müssen wir also die Kleinen also doch machen. 93, Leute. 93. Okay, nochmal. Rewind in Slow Motion. Ja, zum Glück haben wir eine Menge Abkürzungen. Also, dass wir so zwei kleine Spinnen da töten können, ist natürlich heftig. Ich hoffe, der Jäger ist weg, aber ich denke mal, so wie auch alle NPCs sollten die weg sein. Und weiter geht's. Du bist immer noch sicher, ja? So lang, okay. Wir haben es ja gerafft. Das sind echt viele. Ja, also zwei Schläge brauchen wir schon. Bringen wir uns jetzt mal hier noch ein bisschen an. Mehr Einsicht. So. Bist du jetzt zufrieden? Darf ich jetzt auf sie rumknüppeln? Ja, ich mach das einmal. Ich will ihn nicht wehren, ja? Das war ja klar. Okay. Jetzt kommt noch ein bisschen Musik dazu, ja? Okay. Jetzt geht das Vieh auch ab. Ach du Kacke. Das ist ja wie bei Dark Souls, bei der Kittekatzen, ja? Dass du aufpassen musst. Gucken, wie weit wir weg müssen.
Vielleicht kann ich hier hinten noch in Ruhe mit den Spinnen kämpfen. Ah, die folgen nur auf eine gewisse Reichweite. Die beschützen die ja. Okay, das ist natürlich ein bisschen hart. Wir müssen immer dieses große Vieh auch, müssen wir immer hinterher behalten. Wenn das Ding schießt, müssen wir halt ausweichen. Wir müssen auf das Geräusch hören. Wir müssen einfach mal aufpassen, was für Geräusche abgehen. Und man kann ja hören, sobald sie schießt. Okay. Jetzt da hinten weiter. Weißt du was? Ich hau dir einfach mal an. 52. Und gerade nochmal gut. Oh, sie rollt sogar. Aber was macht sie da? Okay. Alles klar. Weniger Spinnen, desto besser. Okay, die Spinnen noch mehr als das Krabbeln drauf. Die können auch irgendwie aufspucken. Giftspucken wahrscheinlich. Und ich denke mal, das kriegen wir irgendwie hin. Das ist ein AOE. Okay, also es könnten also quasi unendlich Spinnen werden. Mal gucken, das ist jetzt ja hier Phase 3 oder so, ja? Oder nee, Phase 2. Jetzt müssen wir... Okay, normal gehen reicht nicht aus, wir müssen ausweichen oder laufen. Das ist ja ein widerlicher Bosskampf hier. Aber ich bin ja recht zuversichtlich, dass wir das hinkriegen hier. Das kam jetzt ein bisschen schneller als erwartet. Ich bin ja eigentlich davon ausgegangen, das kommt erst später. Mist, ich kann nicht hauen gerade. Damit der Mist kommt. Alleine. So ein bisschen zumindest. Ich komme noch ein paar Mal heim. Alter. Okay, die schießen jetzt deutlich öfter als vorher. Das ist zu viel Spinnen.
auch lustiger. Wir müssen einmal die Spinnen dezimieren. Zack. Ja, dass mindestens noch dreimal Spinnen kommen. Aber ich möchte auch nicht mehr die Spinnen haben. Okay, die kann ich auch noch nicht, die Attacke. Aoi. Das ist ein Geduldskampf hier, aber ein richtiger Geduldskampf. Jetzt gehen wir ran. Jetzt gehen wir ran an den Braten. Oder auch nicht. Aber wenigstens windet sie sich schon ein bisschen. Das heißt, sie will nicht mehr sterben. Mittlerweile, wenn ich sie auch töten wollen, dann scheiß ich auf Spinnen. Und tschüss. Zweiter Versuch, Leute. Am zweiten Versuch. Ja, siehst du, genau das meine ich. Wenn es zu laut ist, dann muss ich mich, also entweder das Spiel leiser machen oder ich muss mich lauter machen. Ich mache mich mal etwas lauter. So, kleiner Augenblick. Wenn ich nur ein paar Sachen ändere, dann müssen die halt angepasst werden. Und das Spiel. Hier will ich auch etwas. Machen wir es auf 30%. Gucken wir mal, ob es besser ist. Alter Schwede, ja? Also, der hat es ganz schön in sich gehabt. Aber zweiter Versuch ist ja nichts im Vergleich. Wir sind schon viel, viel öfter gestorben. Wir sind schon viel, viel öfter gestorben bei manchen Bossen. Also da war der noch recht einfach. Aber hey, kann man streamen kaum eine halbe Stunde an schon, Boss? Ich kenne auch jemanden, der hat eine Spinnenphobie. Und es war schon bei Dark Souls immer ein Krampf, da zuzugucken. Der heißt True Talent und der hat eine Spinnenphobie. Also, und auch in Dark Souls gibt es die Spinnen. Aber ich konnte es halt wirklich noch nie verstehen, dass man, also ich kann es ja verstehen, wenn man eine Spinnenphobie hat und man ist quasi im Real Life, also und sieht da eine Spinne und hat Angst, aber doch nicht im Spiel, ne? Kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber ich habe halt leider keine Phobien. Ritualgeheimnis gebrochen. Suche das Albtraumkind. Ey, ich weiß, wo wir sind. Jetzt können wir hier wahrscheinlich auch durchgehen. Suche das Albtraumkind. Unsichtbares Dorf Yargul. Neue Gegner hier. Da kommen wir bereits. Oh ja, aber der hat dasselbe Chat wie wir. Nur hat sich ein bisschen dümmer angestellt. So,
So, wo sind wir denn hier? Oh mein Gott, die sind ja überall, diese Amys. Okay, nicht so sehr auf den Hintergrund achten. Hier haben wir noch was vergessen. Was übersehen. Rasendes Kaltblut. Eine Lampe. So. 26.000 Seelen. Lohnt sich nicht, würde ich nach Hause zu gehen. Es sei denn, meine Waffe wäre langsam kaputt. Prüfen wir mal ganz kurz hier unsere Waffen. 140 von 250 und 198 von 200. Und gucken mal, vielleicht finden wir noch ein paar Brocken. Dann könnten wir unsere Waffe auch gleich upgraden. Dann ist das quasi mit der Reparatur gleich mit inklusive. So, da bin ich wieder. Könnt ihr wieder beim Schwitzen zu sehen. Ich muss sagen, es ist wieder warm. Und gucken wir mal. Hier haben wir einen Schützen, der irgendwo ballert. Soll mit dem reden? Ja. Vorsichtig behandeln. Überfall. Haben wir die Lampe aktiviert? Nein, haben wir. Alles in Ordnung. So. Genauestens umschauen. Hier haben wir noch was. Blutedelsteinbrocken. Da haben wir einen Rentner. Der ballert auf uns wahrscheinlich. Frage ist nur, ob wann. Hast gedacht. Ja, gut, Eisenhelm. Ey, da rollen sie, rollen! Die werden stationär. Stirb. Die sehen ja ganz anders aus. Die sind alle blutig, die Kollegen. Oh mein Gott. Hier geht's tief runter. Aber das Gerät funktioniert derzeit nicht. Müssen wir so erstmal in Ruhe lassen. So, hier. Ist kein Geländer. Doch. Nur eine andere Art von Geländer. Hier oben war das. Muss mal schauen, wo es weitergeht. Also hier ist man nirgendwo. Gehen wir mal den Weg zurück. Nehmen wir die andere Seite. Oh. Das ist noch, wo die Schüsse hergekommen sind. Das ist das Ende. Und hier, nimm das. Oh mein Gott, die macht hier was, die Amy. Okay, mit denen ist natürlich nicht zu spaßen hier. Ihr seid verflucht! Irgendwas gemacht. Ihre Hand macht sie da manchmal hinpacken. Die Frage, wie gut das für uns ist. Ich glaube, gar nicht gut. Okay. Müssen wir gleich durchrennen. Sobald der Gegner hier weg ist. Jetzt aber, komm, durch, durch, durch. Oh, Stunlock. Oh, hier sind sehr viele Gegner, Leute. Das ist aber gefährlich hier. Ich hatte irgendjemand anders amüsiert, den ich gar nicht angucken wollte. Aber je weniger Gegner, umso weniger Stunlock. Aber das ist echt ein harter Kampf hier. Ja,
Alter, Alter, wenn die einmal treffen, dann treffen sie richtig. Der lebt immer noch. Jetzt haben wir ihn. Quecksilberkugeln. Alter, guck mal, Leute. Die stehen schon wieder alle da. Okay, da gehen wir da nicht zurück. Aber das ist ja übel. Ach, der Dübel. Da passiert gerade irgendwas. Wird da nicht ausweichen und nicht anspringen. 32.000 Seelen. Ah, hier, eine Glockenläuterin. Muss es mal sein. Keine Glocken heute. Pass auf. So. Bisschen dunkel hier. Das immense Ritual muss aufgehalten werden, sonst werden alle zu Bestien. Blitz-Dunstblut-Edelstein. Das kenne ich auch noch nicht. Ich glaube, damit kann ich meiner Waffe Blitzschaden zufügen. Kosmos ist effektiv. Ja. Die kryptischen Nachrichten. So, dann. Jetzt endlich noch hier weiter. Ein kleiner Blick mal, Leute. So, wunderbar. Leuten sie schon wieder. Hier mal über diese Amys. Hier könnte man runterspringen. Ah, das Baby. Wir haben das Baby. Oder? Was ist denn das da in der Mitte? Ein Stuhl. Die beten das da an. Also wir könnten hier ohne Probleme runterspringen, glaube ich mal an. Gehen wir erstmal weiter ganz normal. Den normalen Weg. Hier ist ein Durchbruch. Hier ist eine Tür, die geht wahrscheinlich nicht auf, wenn daneben ein Durchbruch ist, ja. Ich frage nur warum. Okay, ist nochmal abgetrennt. Alles klar. Also mittlerweile müssen wir auch Angst haben vor Blutpfützen. Da diese Viecher da rauskommen. Das ist effektiver hier. Wenn wir die parieren. Eine Tür. Ah! Die Klingelbestie. Ich glaube, wir müssen zuerst die Frau mit der Klingel töten. Okay, die hat auch. Die kann auch hauen. Ich dachte, die wäre harmlos. Die kann nur klingeln. So kann man sich irren. Zu blocken. Quecksilberkugeln. Selbst der ist wieder aufgestanden. Das heißt alle, die jetzt, wenn diese Frau klingelt, dann stehen alle wieder auf. Luktifer, willkommen. Alles klar. Wir wissen nur Bescheid. Die Klingelfrauen auf jeden Fall zuerst. Die macht alle wieder lebendig, die wir gerade eben getötet haben. So, wo kommen wir hier hin? Da ist meine Vermutung, dass wir hin müssen.
Die alle stehen auf. Die wollen nicht gestört werden anscheinend. Ja, das sind unsere Gusten hier wieder. Die Gusten sind wieder da. Alter, ich... Alles ausgewichen. Hauptsache kommt da wieder eine Klingelkönigin, die alle wieder wach macht. Aber gut, sieht ganz gut aus. So, was ist da in der Mitte? Jetzt können wir mal prüfen, was hier ist. Ah, hier ist keine. Ich vermute, dass vielleicht hier das Baby anbeten, was hier irgendwie im Stuhl hingelegt wurde, aber es ist nicht der Fall. Ich dachte, du wärst tot. Jetzt ist sie tot. Hier geht's runter. Ich möchte ganz kurz gucken, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Ich glaube, man konnte noch in die dritte Abteilung reingehen. Wir sind jetzt gerade von der Mitte aus gestartet, glaube ich, oder? Ich glaube, hier oben war ich noch nicht. Lass uns mal hier kontrollieren. Erbe. Okay, wird nicht viel. Jetzt nur die Augen zu. Da oben ist immer noch was. Wie kommen wir da hin? Erbe. Gucken wir uns auf jeden Fall an, wenn wir die Zeit haben. Was wir da nun genau gefunden haben. Was haben wir hier? Rasendes Kaltblut. Zeit für Frauen. Aber Stichangriff ist effektiv. Ja. Ich denke mal, es ist wieder sowas Sexistisches. Was sie auch in dieser einen Welt bei den Frauenstatuen, wo die entblößte Brüste haben, hingemalt haben. Oh nein, hier ist wieder so eine Klingelfrau. Wo ist sie? Brocken? Eben schon zwei Brocken, zwei neue. Wo ist die gute Klingelfrau, ist die Frage. Fauler macht uns hier auch noch ein bisschen. Alter, ich hatte keine Chance. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich konnte mich gerade nicht bewegen. Zum Glück haben wir die Abkürzung freigeschaltet. Alter Schwede, Leute. Das scheint da richtig abzugehen. Vor allen Dingen, wenn immer wieder, wenn diese Frau da ihre Glocke bimmelt, dann geht's gleich von vorne los. Und diese Amy Farrah Fowlers, die da überall rumhängen, die machen das nicht einfacher. So. Aha. Die Glocke. Das gibt's doch nicht. Die lebt sogar wieder. Das ist kein NPC. Die muss man immer wieder töten. Aha, die sterben alle, wenn ich sie töte. Oder sind die gestunt? Die sind gestunt. Okay, dann gehen wir mal weiter hier. Oder ist der Weg zurück? Ne, ich glaube, sind wir richtig. Genau, hier haben wir auch Abkürzung freigeschaltet. Hier haben wir noch eine Glockenläuterin. Wenn ich wahrscheinlich anschleiche, dann schaffe ich es vielleicht, ohne dass die ganzen Leute hier spawnen. So, wir hatten jetzt mal erstmal die Augen offen hier, Leute. Jetzt sind wir genau da, wo wir gerade gestorben sind. Halt nochmal Ausschau nach der Glockenläuterin. Wir sind leise. Wir sind jetzt ganz ruhig, ganz leise. Ja, Lucifer, ich habe ein bisschen was rumprobiert und rumgestellt. Und ich hoffe, dass es besser ist. Okay, die hat geklingelt. Aber wir können trotzdem leise sein. Ich sehe unsere Seelen da rumliegen. Ne, die werden wach, die werden wach. Rennen wir schnell zu unseren Seelen.
Und dann locken wir sie nach hinten. Okay, Alter. Das sind gerade richtig viele. Okay. Ich versuche durchzurennen. Alter. Das macht die Lächer zunichte, die gute Amy. Aber das Gute ist, wie wir gerade gesehen haben, bekommen die Mobs auch Schaden. Also wenn wir den richtigen Zeitpunkt abpassen, dann können wir da runterrennen, ohne Angst haben zu müssen, dass wieder ösen. Ich danke dir. Also wenn wir den richtigen Zeitpunkt abpassen, schaffen wir es sogar ohne die ganzen Gegner da runter zu rennen. Versuchen wir es nochmal. Unsere Seelen einsammeln und ja, zum richtigen Zeitpunkt abhauen. Die Klingelfrauen werden wir töten. Und nochmal. Alter, wenn er trifft, dann trifft er richtig. Okay, das war's mit unseren Seelen. Alter. Alter. Na gut, es war jetzt der schlechteste Versuch von allen. Der letzte war ja auch hat grandios funktioniert, aber das ist gerade richtig bitter. Muss sagen, also man will doch nicht ständig da alle Leute töten, die haben noch ordentlich Gegner platziert. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht dafür gedacht, dass man hier alle Gegner töten soll. Die Klingelfrauen, die gehen dann so auf den Keks. Ich versuch mal durchzurennen. Haben wir kurz Zeit. Alle gestunt. So, hier wieder die Abkürzung und noch die gute Klingelfrau. Lass die Klingel sein! So, wir rennen weiter. So, jetzt müssen wir hier den richtigen Zeitpunkt abpassen. Wo die ganzen Frauen auf der rechten Seite rüberkommen. So, jetzt ballert sie. Kurz warten. Jetzt schnell rennen. Auf jeden Fall ist die Stimme zum Bild recht asynchron. Ah, siehst du, das ist auch wieder so ein Ding. Das müsste ich dann auch beheben. Alles klar, da haben wir so ein Vieh. Ich hoffe, dass es heute nicht allzu viel ausmacht. Ich werde es dann zum nächsten Mal dann beheben. Ich müsste den Stream neu starten, wenn ich jetzt Asynchronität beheben will. Okay, dann mal wieder Emmy Farrah Fowler. RIP 96, wunderbar, da hat mir aufgepasst. Aber die Synchronität, die mache ich dann beim nächsten Stream an. Aber es kann sein, dass ich heute wirklich sehr lange streamen werde, denn wir haben Wochenende und es ist Freitag. Also es kann sein, dass ich heute ein bisschen die Puppen mache und nicht um 23 Uhr aufhöre, ne? Das mache ich dann wahrscheinlich von den Zuschauerzahlen abhängig. Alter, mir ist wieder so warm. Ich bin wieder ufroh, wenn ich nicht wieder hier mein Fenster aufmachen kann. So. Überall. Zumindest. Oh, das war ein Kind oder so. So, hallo Amy. Schön, dich wiederzusehen. So, haben wir hier noch was Verstecktes irgendwo? Zumindest haben wir eine Lampe. Das heißt, sie können schon mal die ganze Wegarbeit sparen. Haben wir's. So, hol ein bisschen leise. Da ist noch ein Hund. Wir haben was da oben vergessen. Das ist die Frage. Ich renne mal nach oben, ob ich da runterspringen kann. Ja, können wir. Aha! Vielleicht noch einen Schützen erledigt.
Denja, ich versuch's selbst zu finden. Kannst du mir sagen, wenn ich hier fertig bin und ich hab's immer noch nicht gefunden, dann kannst du mir da mal einen Tipp geben. Aber erstmal gucken wir, ob wir selbst alles finden und alles schaffen. Doch noch nicht? Oder hat. Nee, da hat jemand die Glocke geläutet. Wir sind alle wieder am Leben. Okay. Und wieder müssen wir die Glockenfrau finden. Der oben lebt auch wieder. Da ist sie. Alter. Und nochmal dasselbe. Okay, wir wissen nun, dass eine Glockenfrau. Um ein bisschen Ruhe einzukehren, werden wir hier mal kurz den guten Mann hier auf den Kopf springen. Oh, der trifft von da unten. Oh, 1000. Das ist gut. Nein, er rastet aus. Der Schütze. Glänzende Münzen, ganz wichtig. Wird der Boden noch leuchtet. RIP 96 haben wir upgradet. Quecksilberkugeln. Keine Ahnung, wo wir hier noch hin müssen. Wo wir überhaupt genau sind. Wie weit das noch ist. Geben wir wieder so eine Ode an Amy. Ein Brief. Oh, das sieht mir bekannt aus hier. Das sieht aus wie der Raum, da wo wir gefangen waren. Und hier war normalerweise eine Lampe. Die ist aber. Die ist in eine Locke stattdessen. Aber das hier sieht das so aus wie da, wo wir entführt worden sind. Albtraumhafte Rituale sehnen sich nach dem Kind des Blutes. Finde das Kind und benne sein grauenvolles Weinen. Vorsicht vor Jäger. Ach du Kacke. Gucken wir uns jetzt wieder ein bisschen um. Hier geht's runter. Ja. Das sieht vollkommen gleich aus hier. Weil hier haben, das haben wir lange genug gesehen hier und lange genug haben wir hier, sind wir hier gestorben. Deswegen können wir uns hier gut merken. Da hinten haben wir einen Jäger und in der Mitte steht irgendwas. Guckt ein Alien. Wenn hier noch runtergehen, vielleicht ist auch die Frau jetzt diesmal da und diesmal ist sie nicht ganz so verstört. Alter, der hält eine Menge aus. Zwei Jäger. Was? Drei Jäger? Willst du mich verarschen? Drei Jäger? Der eine Kanone, der Typ. Okay, guck mal, dass wir irgendwie einen Einzelnen kriegen. Drei sind zu viel, Leute. Drei auf keinen Fall. Ich folge mir nach Afrika.
einer weniger. Ich glaube, eine Spur. Ein Flammenwerfer, der Typ. Wow, Alter, wenn er trifft, dann trifft er richtig. Alter Schwede. Mein Gott. Da haben wir mal einen Ball gerade. Flammenwerfer. Hinter uns. Jetzt kam er echt rum, der Hund. Gut, da haben wir nur noch einen Jäger. Alter Schwede. Wir brauchen gerade so viel Lebensenergie. Also einzeln sind die Kollegen recht einfach. Das ist immer genau der richtige Moment, wo ich sowas erwähnen muss, dass die recht einfach sind. Und dann ziehen die mir mal eben mit einem Schlag 45% meiner Lebensenergie ab. Alter Schwede. RIP 97 sag ich dazu. RIP 97. Da läuft auch schon weg, der gute Freund hier. Okay, also erstmal die Glockenfrau. Ah, da klingelt's auch schon. Das sind wir kurz Ruhe. Dachte ich zumindest. Schütze wieder dran. Müssen wir aufpassen, denn wir wissen hier, Wände. Nein, kommt. Wände schützen uns ja nicht vor Schaden. Nächstes Mal unsere Waffe upgraden. Denn ich glaube, mittlerweile müssen wir genug Brocken haben dafür. Alter. Haben wir nicht kommen sehen. Haben wir noch einen Schützen?
kann ich nochmal googeln hier. Genau. So, dann haben wir noch einen Jäger. Ein Jäger ist noch über. Fast übersehen. So, ich habe eine Hege gestartet irgendwie. Einer ist noch da. Okay, diesmal nehmen wir mit dir ein bisschen ernster, weil er hat uns gerade mit einem Schlag 3/4 Leben abgezogen. Oh Mann. Das war nicht geplant. Der ist ja nervig. Macht nur einen Angriff. Jetzt haben wir ihn liegen, oder? Immer noch nicht. Vor. Jetzt aber, komm. Okay, haben wir die Jäger schon mal geschafft. Aber hier, diese gesamte Gegend hier sieht ziemlich bekannt aus. Das haben wir also alles schon mal gesehen. Ist die Frage, was wir jetzt angucken wollen. Da, wo es zum Boss geht oder oben lang rum? Beursacht mich im Gebäude um, würde ich sagen. Hier haben wir diese Hexen gehabt. Gucken, ob die immer noch da sind. Was ist das denn viel? Soll er erstmal herkommen? Komm mal her hier. Alter. Was für Horrorbestien hier auch sind. Die sterben wir wahrscheinlich. Ich will hier an ihm vorbei. Ich will hier nicht lang, war ich nicht. Ja, wir sterben hier. Ich wollte nicht hier unten runter, aber er hat leider den ganzen Weg blockiert. Gott verdammt. 98, ja? Alter! Haben wir jetzt viel zu tun? Eigentlich nicht, ne? Ne, wir könnten da nicht durchrennen. Wir könnten durchrennen. Da gibt's, wir müssen die nicht nochmal töten. Alright. Gehen wir hier hin. So. Die Glocken müssen wir uns auch nicht mal. Okay. Hat sich erledigt. Nevermind. Nochmal das Ganze. Ich hoffe, dass sie mir nicht allzu weit folgen. Na, was ist los? Na, komm her. Komm her. Noch stundenlang uns angucken hier. Was ist das für einer? Hey, komm her! Ja, nicht so schüchtern. Komm her, ich warte hier. Guck, ich bin hier. Gehst du, kriegst auf die Mütze. Oh, durch die Treppe. Fuck!
Okay, mach mal Ringe, Ringe, Reihe. Ringe, Ringe, Reihe. Na, wo ist er? Da. Er haut ab. Und tschüss. Alter, was ist so ein kleiner Miniboss langsam hier. Was die aushalten, ist abartig. So, hier war diese Frau. In unserer Erinnerung. Was haben wir jetzt anstelle der Frau? Nochmal so ein Vieh. Also davon zwei auf einmal will ich auch nicht haben. Ausdauer. Stamina. Voll daneben. Okay, aber parieren wir ihn mal. Labam. So. Jetzt haben wir hier was. Verrückte quälen sich in heimlichen Ritualen, um den Mond anzurufen. Decke ihre Geheimnisse auf. Oh, wir können hier runtergehen. Das ist letztes Mal nicht der Fall gewesen. Hier gab es keinen Weg runter. Oh, heilige Kirche. Oder? Doch, wir konnten runtergehen. Und hier unten war die erst. Ja, hier unten war sie erst. Sie war nicht. Oder? Doch, hier unten war sie. Die war da. Kirche ist effektiv. Ich glaube, hier war sie doch, ja? Hier war sie doch, glaube ich. Blutsteinbrocken, zwei Stück. Geil. Traurig Frau, schließlich erinnerst du dich an Nacht. Ja, das stimmt. Also da hat einer genau meine Gedanken gerade. Wir erinnern uns hier an die Nacht, wo wir verschleppt worden sind. Aber die ist nicht mehr da. Zumindest nicht in dieser Traumwelt hier oder so. Du weißt, wo wir hier sind. Wenn wir uns quasi immer wieder dieselben Gegenden auf einmal sehen, das ist schon sehr merkwürdig. Aber das ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir was sehen, was wir eigentlich schon mal gesehen hatten. So, gehen wir mal hier weiter. Wir haben 44.000 Seelen. So langsam müssen wir noch überlegen, ob wir ein bisschen upgraden. Zumindest haben wir hier keine Hexen. Keine Witches hier. So. Und keine Sackträger. Machen wir hier ein bisschen mit Licht. Ich sehe nämlich nichts. So, hier ging es zum Boss. Nochmal zwei Blutsteinbrocken. Alter, wir können unsere Waffe richtig gut verbessern. Wollen wir mal kurz gucken, ob der Boss da ist? Aber ich will an ihn nicht runterspringen. Ne, unsere Lampe ist da. Das ist jetzt sehr merkwürdig. Ich sehe sogar die Lampe. Sind wir jetzt wirklich wieder zurück? Sind wir... Ne, das ist alles anders hier. Hier waren drei... Hier waren noch Jäger. Hä? Ey Leute, ich bin total verwirrt. Sind wir jetzt tatsächlich wieder zurück? Nur, dass es alles schwerer geworden ist. Können wir jetzt eigentlich hier außen lang gehen? Das spielt keine Rolle. Das ist aber gerade sehr merkwürdig. Wir haben das Kind noch nicht gefunden. Die Gegner sind alle weg. Die Sackträger sind weg. Sind die Schweine noch da? Ist Miss Piggy noch da? What the fuck? Ist das das Schwein? Was ist das? Eine Kiste? Das ist doch eine Kiste, oder? Okay, gucken wir uns mal genauer um. Was ist hier passiert, verdammt? Und vor allen Dingen, stimmt, ich erinnere mich noch, da war noch ein Aufzug, das konnte ich nicht bewegen. Da oben ist eine Glockenläuterin, glaube ich. Da hinten steigt eine Party. Nächstes ist ein Schütze. Aber da hinten ist eine Party, Leute.
Von diesen Kistenleuten versammeln sich da gerade alle im Kreis. Geht aber immer noch nicht. Oh, aber wir können einsteigen. Das konnten wir in der Nicht-Traumwelt nicht. Aber ich glaube, ich weiß, wo wir rauskommen. Weiß ich das? Ist das eine Abkürzung oder nicht? Autsch. Aber ich glaube, hier waren wir. Wir waren doch vorhin hier und ich genau, hier ist der Rentner. Alles klar. Bestie! 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 Haben wir denn hier irgendwas verpasst? Das scheint ja doch ein bisschen größer alles zu sein und die haben wir vor allem ein ganzes Gebiet wiederverwendet. Ja, gehen wir wieder runter, wir gehen wieder runter. Hier waren wir ja schon. Unten sieht's. Wir haben jetzt zumindest den Aufzug mal aktiviert. Oh, ich schwitze. Okay. Wir haben hier eine Glockenleute in hier. Die immer wieder die Gegner aufhebt. Suchen wir mal die Glockenmann, die Glockenfrau. Da haben wir sie. Bitch. So. Dann haben wir hier wieder die Party steigen. Seht ihr noch? Das ist gar nicht so eine große Party, wie ich dachte. Warum? Seht ihr das? Der Wagen wackelt. Nicht, dass wir noch mehr rauskommen. Aber hier hat was hingeschrieben. Schießen ist effektiv. Erinnerst du dich an Locken? Ja, ich weiß dann von Locken. Öffnen wir hier einen Kiesel. Fette Gegend, Leute. Die macht dann richtig Hoffnung hier. Ich blende mich mal kurz aus und nehme mal noch was zu meiner, in meinem Schweiß noch was zu meiner Beruhigung. Alter Schwede. Ich versuche das mal ein bisschen zu regeln mit meiner Latency. Also wenn mein Bild asynchron ist. Vielleicht kann ich es noch kurz hier regeln. Kleinen Augenblick. Voreinstellungen. Ändere mal die Latency auf das kurz 30 Sekunden. Ja. Muss mal gucken, ob es noch gut anhört oder ob es jetzt etwas anderes ist. Wäre so toll, wenn ihr mir das Feedback geben könntet. Und auch, ob die Kamera dann halbwegs sync ist. Also wenn meine Kamera sync ist, dann sind es 500 Millisekunden. Muss ich halt dann mal offstream mal ausprobieren. Aber jetzt ist es besser. Nee, muss ich dann mal gucken, wenn ich offline bin. Ich hatte heute zu wenig Zeit, das alles auszuprobieren.
Lassen wir das so. So, wo war dann der Aufzug? Kann mich ja dann nicht ganz sagen, wo der Aufzug gewesen ist. Ich weiß nur, dass hier eine richtig scheiß Gegend ist. Ich glaube, ich hätte einen einfachen Weg nehmen können. Jetzt sind wir ja wieder hier. Wir hätten ja auch den Aufzug nehmen können. So. Ein bisschen folgen die mir, aber nicht allzu weit. Dann gehen wir jetzt hier mal rechts raus. Es wäre hier lang. Allerdings wartet auch ein blöder Gegner auf uns. Ja, ich brauche halt 100 Millisekunden. Ich muss halt 100 Millisekunden draufrechnen. Auf meinen Mic-Delay. Ist alles nicht ganz so einfach. So. Aber die hier sind echt fett. Die sind wirklich fett, die Gegner hier. Halt eine Menge aus. Mit mehr zwei habe ich nicht durchgekommen. Jetzt aber in Ordnung. Diese Gegend war meine Hassgegend. Das kann ich gut verstehen. Ich muss sagen, ich bin auch ein paar Mal gestorben. Wir haben ja ein paar Kisten gehabt, die uns angegriffen haben. Und die, also einen hat uns gerade ziemlich übel Schaden gemacht. Mit einem einzigen Schlag. Und ich grüße dich, Powerplay. Bin gestorben, oder? Level 100. Sind wir 100 Mal gestorben, ja? Machen wir das mal ändern. Okay, gucken wir mal hier oben. Dann müssten wir wieder zu dieser Truhe kommen, die uns angreift. Also, anstatt des Schweins haben wir nur den hier. Aufzug mal freigeschaltet. 100 Mal gleich Wodka trinken. Aber 100 Tode, ja. Haben wir hier schon alles angeguckt? Glaube ja. Gut. Wir haben uns jetzt gerade links umgesehen. Wir könnten uns jetzt nochmal rechts umgucken oder wir könnten nochmal links lang gehen. Ich glaube, wir machen das. Wir holen ihn hier oben, den Schützen holen uns hier weg. Sind wir vorbereitet. Diesmal sind wir vorbereitet. Wir wissen nun, dass hier einer rausspringt aus dem Fahrzeug. Aber merkwürdigerweise ist da jetzt was zum Aufsammeln. Wahrscheinlich. Ah, den habe ich vergessen. Den habe ich ganz vergessen. So, bin ich fertig. Mal wieder einblenden. Ah, Leute, ich bin mir übelst am Schwitzen heute. Ich könnte mal so einen Regentag vertragen, so einen richtig schönen Regentag. So, hier sehen wir unsere Leichen. Unsere Leiche hier. Und wir sehen aber da noch ein paar mehr von den Gegnern. Oh, nochmal zwei Blutsteinbrocken. Also unsere Waffe können wir auf jeden Fall schon mal richtig verbessern. Gucken wir, ob hier so ein Kiesel hilft. Am liebsten mit Gewitter, ja. Also ich könnte auch auf jeden Fall ab. Schnell, muss ich sagen. Ich sehe nix. Ein Schlag.
101, meine Freunde. 101. Okay, es wird ein bisschen länger dauern hier, denke ich mal. Ich soll das drauf haben, die Gegend. Diese Viecher sind echt nervig. Vor allem, wenn du zwei davon hast. Gut. Ich versuche mal, dieses Vieh hier zu holen, bevor es wieder abhaut. Hab bestimmt einen Brocken für uns. Entschuldigung. So, wo war der Aufzug? Wo war der Aufzug, Leute? Also, das ist der schwere Weg. Aber hier gibt es ja noch den leichten Weg mit dem Aufzug. Ich frage mich nur, wo ich den freigeschaltet habe. Wir haben hier noch eine Lampe. Die sind wir gestartet. Ist der Aufzug hier? Nee, auf keinen Fall. Oder? Hier? War ich hier schon mal? Hier ist nichts. War ich hier schon mal? Auch nichts. Aber hier oben ist ja hier die Guste. Die immer unten Kack macht hier auf der Treppe. Mist, ich weiß nicht mehr, wo der Aufzug war. Wahrscheinlich war er noch weiter zurück. Ich hätte auch ganz gerne. Ein Gewitter. Da oben haben wir den Schützen. Na gut, der kann uns eigentlich egal sein. Wir hier durchrennen. Das Ding ist halt nur. Ich sehe den Aufzug nicht mehr. Den wir freigeschaltet haben. Rennen wir mal vorne raus. Haben wir auch noch nicht gemacht. Hier haben wir auch keine Hexe. Gut, dann haben wir eigentlich nur die Leute hier. Alter. Jetzt aber. Echt? Folgst du mir so weit? Sag mal, hier ist so eine Münze, wa? Sieh an! Ein Bleichbluthimmel. Boah, sieht aber echt schön aus. Okay, jetzt diesmal weiter und die Tür ist offen. Aber ich möchte eigentlich mal da hinten gucken und ich möchte auch unsere Seelen wieder haben. Ich weiß noch nicht. Ich glaube, die haben die jedes Mal eingesammelt. Das heißt also, wenn wir sie einsammeln, dann wird. Aua, aua. Okay. Das Feuer tut weh. Da waren wir schon. Hier haben wir wieder unsere Lady. Keine Ausdauer gehabt. Aber das sind ja quasi diese Selbstmordattentäter, wie ich es immer wieder in dieser Eiswelt benannt habe. Oh, wir haben nur noch zwei Blutfiolen. Das heißt, wir sind ziemlich oft gestorben. Oder wir haben uns ziemlich oft geheilt. Wo sind denn eigentlich? Ach, da liegen sie. Immerhin, 57.000 Seelen, Leute, ne? Immerhin. Gucken wir, dass wir nicht ganz so viel benötigen. Aber ich glaube, wir gehen gleich mal aufleveln. Wir werden gleich unsere Waffe verstärken. Wir haben nämlich so viele Brocken bekommen und auch Seelen jetzt oder halt Echos, dass wir da auf jeden Fall uns ein bisschen aufleveln können. Aber keiner dieser Gegner hier droppt auch Blutfiolen, ne? Haben wir schon ewig gar nicht mehr gesehen, Blutfiolen. Wann
uns. Ist hier noch eine Glockenträgerin? Nee, der ist wieder aufgestanden. Ist das fies? Ist hier wirklich eine Glockenläuterin in der Nähe? Locken wir sie mal hierher. Damit wir, wenn wir sterben, in einer sicheren Gegend sterben. Alter Schwede. Die haben sich gerade nicht beeindrucken lassen, als ich gehauen habe. Die haben trotzdem weitergeschlagen. Alter Falter.